Können wir nicht noch produzieren? Eins. Ja. Wie viel? Vier haben wir, ne? Komm, dann machen wir noch eine vierte Werkstatt. Hierhin. Ich kann ja jetzt abgreifen. Ja. So, jo. Nein, ich bin wieder zu weit weg. Oder mehr Reichweite. Also das sind so Sachen, die könnten echt mal besser sein. Dass man einfach mehr Reichweite hat, ne? Ich gehe gleich oben hin und hol wieder Fließbänder. Das wäre echt nicht schlecht, dass man einfach mehr Reichweite hat. Komm, dann machen wir das schön dicht hier. So, und dann produzieren wir nämlich auch grün. So. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten müssen wir mal gucken. Da muss das hier noch verlängert werden und so weiter. Aber wir produzieren grüne grüne Dinger. Und die müssten jetzt perfekt hier drauf und dann darüber. Und dann haben wir eine riesige Strecke an grünen Sachen. Wir produzieren Ditte. Was brauchen wir denn dafür? Oh nein. Ziegelsteine und Stahlträger. Oh, ätzend. 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 Oh. Also, wir produzieren hier mal das. Und so, die nehmen wir jetzt mal sozusagen ersatzweise vom Feuer. Die nehme ich jetzt mal ersatzweise vom Feuer. Die sollen sich nur mit Kohle holen. Schalte die komplett aus. Hol mir die Kupfer daraus. So. Hier genauso. Also da ist viel Kupfer drin, das ist gut. Und packt da jetzt mal Stein rein. Weil dann können wir jetzt Backsteine herstellen und Stahl, damit wir gleich ein paar Öfen herstellen können. In der Zwischenzeit möchte ich... Was müssen wir denn machen, um Zug zu erforschen? Motorentechnik. Okay. Weil wir müssen mal so langsam die Züge bauen. Haben wir noch genug Munition hier drin? Ja, mehr als genug. Ich hoffe mal, dass wir uns gut abgesichert haben. Ich gehe mal ein bisschen raus. Klär mal ein bisschen die Karte auf, weil wir sind ja jetzt gerade in der Materialverarbeitung. Wir forschen. Und ich habe hier hinten... ein... Alter... Okay. Reparier mal schnell dein Auto. Sehr gut. Ja. Haben wir denn eine Möglichkeit, die Spucker gut anzugreifen? Ich will das Nest zerstören, aber mach das mal sinnvoll, weil das ist ja riesig, das Nest. Überleg mal, in welcher Geschwindigkeit die nachproduziert haben. Okay. Aber auf jeden Fall geht das mit dem... Das ist ja hier Terror. Also ich muss sagen, der Wagen ist natürlich um Längen besser als ich als normaler Kämpfer. Oh. Ist ja ein Riesennest hier.
Munition haben wir noch, okay. Schnell raus, mal wieder reparieren. Ich will dieses Nest natürlich auch ausrotten, ne? Ist klar, also es ist ja jetzt hier. Die sind tot, die sind tot. Oh, wie schnell die nachproduzieren können. Spiegelverkehrtes Fahren. So, ich will nämlich Schlucker für Schlucker angreifen. Da war doch tatsächlich noch so ein Schlucker und hat mich... Das ist aber nicht nett. Immer schön die Karre ganz halten. Das ist bestimmt die feigste Taktik, die es gibt. Aber... Es ist eine Taktik. So, einmal wieder ausrotten. Und wenn die nämlich keine Fußsoldaten mehr haben, dann ist, dann kann man sich so an die Schlucker so langsam rangewöhnen. Oh, sehr schön. Ja, genau in dem richtigen Moment. Sehr gut, Nest ausgerottet. Was erforschen wir als nächstes? Was ist das denn hier? Militär verfügbar. Da kriege ich sowas. Na, ungerne. Was ist das hier? Kugelschaden. Wird persönlicher Sinn machen, ne? Na komm, wir müssen sowieso mal wieder auffüllen. Nicht zu schnell fahren. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand bei der Sicht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich geredet habe. Ich war so konzentriert. Oh. Ich bleib dabei. Das Autofahren ist wirklich die Hölle. So, wir füllen mal wieder unsere Munitionsbestände auf. Das ist halt der Vorteil, dass das hier oben schön produziert wird. Wir können mal eben hier 100 Stück rausnehmen. Wir haben ja immer genug. 200 Schuss nehmen wir raus. Stecken 100 wieder ins Auto. Also ihr seht, es war gar nicht so schlecht, das Auto entsprechend zu füttern. So, zack. Ansonsten sieht es ganz gut aus. So, wie schaut's? 25 Backsteine kommen hier. Wir hämmern nochmal 10 ab. Damit wir auf 50 kommen, dann machen wir nämlich die anderen 50 auch nochmal eben in den Ofen. Und können dann jetzt schon mal anfangen. Das ist halt, wenn du im Kampf bist und die Technik... Ach, wieso hat der denn noch sowas da drin? Und die Technik wird fertig. Dann ist man doch so ein bisschen abgelenkt. Und das Ablenken ist immer blöd. Weil ich ja nicht abgelenkt werden will, ne? Weil irgendwas hatten wir jetzt produziert, Öfen, ne? Wir können jetzt, genau, wir können jetzt gute Öfen bauen. So, dann gib mir doch mal Ziegelsteine. Hä? Was habe ich denn da wieder reingetan, ich Depp? Oh. Manchmal bin ich froh, dass ich bin. So, dann können wir jetzt einen Ofen. Ja, stell dich nicht so an. So. So. Und so. Und so. So. Damit das auch alles schön gleichmäßig ist, ne? Und jetzt haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Öfen zum Produzieren. Ne? So. Das Ganze machen wir später bei Kupfer auch nochmal. Jetzt würde ich mir gerne mal angucken. Uns gehen langsam die Ressourcen aus.
Wir machen gerade Kugelschaden. Hier unten die Produktion laufen. Das ist alles gut. Grün läuft, das ist alles super. Das läuft einwandfrei. Okay. Brauche ich denn nochmal irgendwann... Also ich brauche wirklich nur grüne Sachen. Okay. So. Wir müssen uns Gedanken um Gleise machen. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, ich sollte mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Dafür würde ich aber gerne Kugelschaden haben. Kugelschaden 2 produziert keine neuen Waffen. Das Einzige, was neue Waffen produziert, ist er hier. Die Frage ist, ob wir... der braucht nämlich Stahlträger und Kupferplatten für deutlich mehr und besseren Schuss. Wenn wir hier oben... Jetzt wirklich mal eine ernst gemeinte Frage. Wenn wir jetzt hier oben... Wir nehmen jetzt mal... Ach, hör doch mal auf. Das weg. Ne? Greifen. Können wir die Kohle nicht auch irgendwie verdoppeln? Naja, brauche ich ja nicht. Ist ja egal. Wir teilen die Kohle hier auf. Und zwar so, dass wir das Fließband hier hinkriegen. Ja? Da haben wir jetzt auch wieder Kohle. Dann greifen wir. Genau. Ein Metall und eine Kohle ab. Setzen die hier hin. Und produzieren damit Stahl. Das wiederholen wir hier. Und wiederholen wir hier. Und hier. Und produzieren Stahl. Den Stahl holen wir hier raus. Legen den erstmal auf dem Fließband. Kurzes Fließband. Ach ja. Okay. Wir produzieren Motoren. Wir brauchen hier oben Strom. Das sollten wir hinkriegen. Können wir mal eben noch ein paar Strommasten produzieren. Super. Für die rote Munition brauchten wir Kupferplatten, die normale Munition und Stahlträger. Das heißt, ich würde... Aus der normalen Produktion. Dann müssen wir Kupfer ableiten. Können wir zum Beispiel hier durchleiten. Weil, ich bleib dabei, Kupfer werden wir nicht in diesem Maße brauchen. Das kann ich mir ehrlich gesagt in dem Level... Ich habe aber auch ein Augenmaß wie ein totes Reh, oder? Mann. Oh, Fussi. Was ist denn los mit dir? Wozu hier? Ist ein bisschen müde heute, aber das war ja wieder mal eine Nummer hier. Mann. Es ist wirklich ein Graus, wenn so alte Männer Computerspiele machen. So, dann führen wir das da durch und so und so. Dann können wir hier und da. Ja, ich weiß, bist wieder zu weit weg. Und er sitzt wieder auf der Farbe. Nicht alle. Übertreibt doch nicht so schrecklich. So. Fussi. Stahl, Kupfer und normale Munition. Das war auch das, was wir brauchten, ne? Für die besondere Munition. Ne? Stahl, Kupfer, genau. Das heißt, wir brauchen dafür aber auch einen von diesen. Ich brauche mehr. Also ihr seht, die Stahlproduktion reicht vorne und hinten nicht aus. Ne? Das ist also gefährlich wenig. Wir müssen uns dringend um mehr Stahl kümmern. Ich würde dafür aber gerne... wie machen wir das am sinnvollsten? Dann machen wir das so. Ja.
So. Hier hoch. Da, da, da. Na, dann greifen wir sozusagen hier ab. Bauen. Habe ich nicht so eine Maschine gebaut oder wollte ich die noch bauen? Ach, ich bin noch dran. Entschuldigung. Ja, ich wusste nicht, dass das Monseigneur so lahmarschig ist. Weil Kugelschaden haben wir. Das heißt, wir können jetzt auch die anderen Basen angreifen, weil unsere Schüsse müssten jetzt mehr Schaden verursachen. Ich würde dafür aber unheimlich gerne auch bessere Munition haben. Aber ich befürchte ganz ehrlich, wir brauchen dringend mehr Eisen. Wo haben wir denn noch Eisen? Nicht in der Nähe, ne? Also über Fließbänder hier Eisen hochzubringen, ist, glaube ich, also Map.